Ja, hallo aus Dortmund. Ich bin hier in Dortmund Hauptbahnhof. Bin auf dem Weg nach Paris. Heute nehme ich mal nicht das Flugzeug nach Paris, sondern fahre mal mit dem Thales hinter mir, der gleich über Köln, Düsseldorf, Duisburg nach Paris fährt. Nehme euch einfach mal mit. Schauen wir uns mal an, wie das da drin so ist. Fangen wir doch mal an mit einem Blick in die erste Klasse. Hier sind auf der einen Seite jeweils zwei Sitze nebeneinander, auf der anderen Seite ist immer nur ein Sitz. Insgesamt nicht sehr luxuriös, aber durchaus sehr bequem. In der zweiten Klasse sieht es ein bisschen anders aus. Da sind auf jeder Seite zwei Sitze, insgesamt ziemlich ähnlich, aber ein bisschen schmaler die Sitze, aber auch sehr bequem. In der ersten Klasse gibt es auch noch gratis Zeitungen, leider bei meiner Fahrt allesamt auf Französisch. Eine englische war dabei, aber leider keine deutsche. Dafür bekommt man in der ersten Klasse auch noch gratis Getränke und kleine Snacks, ebenfalls gratis. Insgesamt nicht so üppig wie im Flugzeug, eher was für den kleinen Hunger, aber trotzdem ganz nett. Die Fahrzeit von Dortmund nach Paris beträgt übrigens knappe 5 Stunden. Wer von Köln bis nach Paris fährt, der ist ungefähr 3 Stunden und 20 Minuten unterwegs. Ankommen tut man jeweils am Gare du Nord, von wo man recht schnell in der Innenstadt und an den bekannten Sehenswürdigkeiten ist. Mein Geheimtipp für alle, die nur wenig Zeit in Paris haben, ist übrigens der Tour Montparnasse. Von dort oben hat man einen traumhaften Blick über ganz Paris. Übrigens muss man, wenn man in Paris in den Zug steigt, durch eine Sicherheitsschleuse, so ähnlich wie am Flughafen, und sich durchleuchten lassen. Fährt man in die andere Richtung, in Deutschland, kann man da so einsteigen. Wenn ihr noch mehr Infos über die Fahrt mit dem Thales haben wollt, schaut doch mal bei mir im Blog vorbei. Da habe ich einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos veröffentlicht. Der Link ist unten in der Videobeschreibung.